Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu EA Sports Football Club 24. Ja, wir wollen heute das Spiel von Sonntag vergessen machen. Ich hoffe nur, dass wir jetzt diesmal einen Schiedsrichter kriegen, bei dem wir eine Chance auf ein faires Match haben und nicht komplett verpfiffen werden. Das wär ein Anfang, weil die Mannschaft spielt sich echt gut. Wir haben zwei super Flügelspieler, wir haben ein super Mittelfeld. Aber das bringt halt alles nichts, wenn du am Ende auf dem Platz stehst, jede kritische Entscheidung gegen dich gepfiffen wird. Und alles für den Gegner gepfiffen wird. Also das ist was, wo ich sage, das geht gar nicht. Das war echt letztes Spiel, absolutes No-Go. Absolutes No-Go. Habe auch selten erlebt, dass wir so verpfiffen worden sind. Wirklich selten. Aber ja, angefangen vom Elfmeterpfiff bis zum Vierersturm. Muss man überlegen, ob wir umstellen hinten. Aber ja, neues Spiel, neues Glück, schauen wir mal. Klose, Jairzinho habe ich da schon gesehen. Im Mittelfeld, wir haben Schweinsteiger mit dabei, wie immer. Der da noch viel Platz hat. Ich habe so das Gefühl, dass der Hunter nicht ganz so... Hoppala. Grimaldo überläuft halt auch nicht. Wenn du halt die Ansage hast zu überlaufen, solltest du halt auch überlaufen. Oh, und wieder. Gut gemacht. Lewandowski. Das ist Beckham. Kane, mein Gott, dann schieß halt gleich, wenn ich es dir sage. Das gibt's ja gar nicht. Oh, Kane, was ist denn mit dir los im Moment, Harry? Du spielst ja wie bei Bayern, Alter. Ja, geht doch. Und dann nimmt er einen Ball an und dann verspringt er ihm 5, 6 Meter, wo du sagst, Alter, 2 Meter sind in Ordnung. Aber nicht so. Er hat die spanische Innenverteidigerin von City. Die würde mich ja zu gern interessieren, wie die sich spielen lässt. Aber ich habe sie nicht drin, weil ihr Stellungsspiel halt auf dem Papier so unfassbar schlecht ist. Oh, wieder kommt sie ran. Gibt's gar nicht. Emre Can, ey. Körperlich schwächster Spieler ab und zu auf dem Platz. Boah. Was sind das eigentlich immer für Ballverspringer? Du steuerst den Spieler und der Ball verspringt so dermaßen. Und es gibt nachträglich Elfmeter. Das ist doch so lächerlich. Digga, es ist so lächerlich. Der schießt, der ist gehalten und es gibt Elfmeter und wahrscheinlich rot für Alaba. Das ist doch, ne, gelb für Alaba, aber das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz, Mann. Der schießt, verballert, wir versuchen irgendwie, es ist so lächerlich. Warum? Warum werden wir jedes Mal verpfiffen, Mann? Das ist kein verfickter Elfmeter, Digga, wirklich nicht. Cassias. Ach, schön gemacht. Kane. Beckham. Für Lahm. Für Kane. Oh, was ist das für ein Pass? Junge. Puh. Was ist denn mit unserer Mannschaft los, Mann? Ja, danke. Alter, da haben wir jetzt Glück gehabt, dass das Schweinsteiger den Ball einfach wieder zurückkriegt und wir direkt weiterlaufen konnten. Boah. Nee. Danke an David Alaba. Stanway, toller Ball raus auf Schweinsteiger. Überlaufen, die habt ihr richtig gut gemacht. Und dann Dribbling 0. Digga. Stanway, ein Tier. Die läuft, die sprintet, die arbeitet. Wirklich krass. Ach, Grimaldo. Lässt sich einfach überlaufen, als wäre so ein Sackreis.
Casillas wenigstens heute irgendwie wach. Also schon mal ein Anfang. Lewandowski 2-1. Can, du hast null Recht, vorne mitzugehen. Null. Kane, oh, wollte er reinlegen für Rölfe. Gott, passt doch den Ball einfach gerade in der Mitte durch, Junge. Was machst du es dir denn so schwer? Stanway. Lewandowski steht 3 Meter vor ihm, komplett frei. Schweinsteiger, nee, ich muss Kane finden. Und wenn man ihn fragt, warum er unbedingt Kane finden muss, kann er es dir selber nicht beantworten, glaube ich. Abseits von Schweini. Cola, das ist der 92er Cola. Jetzt wissen wir wenigstens mal, wie krass der eigentlich ist. Oder was der für Tentakelhaxen hat. Nenne ich es jetzt einfach mal. Schweinsteiger. Schweinsteiger. Da hinten kommt Beckham. Beckham. Schuss geblockt. Ball ein bisschen minimal zu hoch gewesen. Für ihn. Macht das, was er jahrelang am besten konnte, verteidigen. Und schenkt dann aber eigentlich relativ dumm einen Einwurf her, ja. Du weißt schon, dass beim Einwurf keinen Abseits gibt, oder? McCain! Und das verstehe ich nicht! Warum muss er sich denn da drehen, dass er schießen kann? Digga, du bist frei vorm Tor! Da kommt niemand mehr und fragt, wo er hin soll. Digga, boah, McCain! Junge! Die hast du früher ohne Nachdenken gemacht. Oh, boah, der war easy gewonnen. Genauso von Beckham. Grimaldo, boah, ist halt nicht der Größte. Oh, Stanway. Halbzeit. Mei, oh, mei, oh, mei. Also... Man muss spielen. Kane auch raus. Mal muss ich ihn runterholen. Probieren wir es einmal drauf von hinten. Nicht das, was mir gefällt, um Himmels Willen, aber wir müssen auf Nummer sicher gehen. Boah! Jordan Huitema! Ja, ist halt kein Ball gespielt! Das... Das sind zu, finde ich. Dieses, boah, stark von Can in dem Fall. Dieses, ich gehe in Tackling, spiele keinen Ball, aber ich krieg den Ball, aber gepfiffen wird natürlich nicht. Die Aktionen nehmen heftig zu. Casillas, jawoll. Boah, ich dachte gerade, es gibt 5 Meter. Boah, mein Herz ist gerade schon wieder stehen geblieben, Alter. Das ist... Kannst du nicht ausmalen.
kannst du nicht ausmalen. Die Unfähigkeit unserer Innenverteidigung mit Emre Can im Moment kannst du dir nicht ausmalen. Danke für den Ruckler. Gute Internetverbindung. Merci vielmals. Jo! Jo! Digga, warum nehmt ihr denn den Ball immer erst so an und dann fünfmal überlegen, ob ihr, was ihr mit dem Ball macht? Schießen! Weil ich das eigentlich zu heute mal nicht sagen muss, weil die ist die einzige, die schießt. Oh, das kann doch nicht sein, dass der Ball dann so in. Ah, wieso bei uns? Naja, komm, ich drück Zweikampfkreis und er haut den Ball gleich weg. Das ist. Can wieder mit. Boah, zum Glück. Ich würde gerade sagen, Can wieder mit Innenverteidiger-Finesse von einem Esel. Och, Beckham nimmt den Ball an, verspringt ihm, zack, beim Gegner. Kann doch nicht wahr sein, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Beckham, jetzt da. Ja, Digga, die läuft einfach vorbei, oder was? Da, Sabitzer macht ihn auch nicht. Das, was ist denn mit unserem Team los, Alter? Die sind doch sonst so treffsicher und heute so, kein Bock. Überhaupt kein Bock. Das würde ich nicht machen, wollte gerade sagen. Da war morgen. Wenn ich eine Spielerin habe, die du nicht so alleine lassen darfst, dann ist es Alex Morgan. Bei die nutzt es. Das ist. Ob Linksfuß, ob Rechtsfuß, das ist der scheißegal. Wölfe. Und die. Hört die aus dem Gästeblock, die Alex Morgan Fan Gesang. Oh, Schweinsteiger. Jawohl, wird mitgenommen. Findet Morgan. Morgan, noch einer. Jawohl, 5-2. Geht doch. Geht doch. Weiß nicht, warum wir so viele Chancen immer anfangs liegen lassen. Absolut unnötig, wie viele Chancen wir da teilweise liegen lassen. Wirklich. Also das ist wirklich unnötig. Wölfe. Can. Jawohl. Wie gesagt, auf Can. Wenn Alaba nicht da ist, hat er nun mal diesen. Boah, Verteidiger. Chefverteidigerposten ist einfach so. Morgan. Oh, die will den Hattrick jetzt. Die lässt sich da auf gar nichts ein. Wölfe. Ist nicht die größte, weiß sie selber. Stanway, der Ball war nicht unbedingt gut. Der Ball von Beckham umso besser. Weltklasse Ball auf Huitema. Huitema. Boah. Jetzt gleich zum Torhüter zurückköpfen. Oh, Rolfe kommt da raus. Gut gemacht. Grimaldo. Löst es. Ja, Sabitzer ist cool, wenn du sagst, du gehst da runter. Dann musst du aber auch gehen. Dann ist es keine Hätte-wäre-wenn-Aktion. Ah, kann man es mal absetzen. Sondern es ist Pflicht. Das ist dafür Feuer vom Tor. Oh, Beckham wartet immer noch auf sein erstes Tor. Beckham, why not? Hat schon in anderen Spielmodus geklappt, dieser Eckentrick. Mit einem Spieler wie Beckham, wieso nicht? Wölfe, gut gemacht.
Lahm. Ich bin mir auch mittlerweile nicht mehr ganz sicher, ob Lahm noch der Richtige ist auf der Position. Rölfe, das ist nicht Rölfe, das ist Morgan. Morgan, die hat Lücke und das ist Hattrick. Das ist ein Hattrick. Und du siehst, wie verschieden diese Spielertypen sind, wie flink Morgan ist und wie kämpferisch und körperlich dann doch Kane und Lewandowski sind. Schweinsteiger. Ja! Bastian Schweinsteiger mit seinem ersten Tor. Das freut mich von Herzen. Wirklich. Was macht er denn jetzt für ein Bullshit? Will er keins mehr kassieren? Zu 8. Zwei zu 9. Scheiß spielen, Freunde. Wie gesagt, ich habe beim 4-1 am Sonntag auch nicht aufgegeben, obwohl ich so verpfiffen wurde. Aber gescheit spielen. Stadion ganz schön leer geworden. Alex Morgan rettet uns das Spiel. Aber Jordan Huyte macht mit diesem ersten Schuss. Lecco mio. Ich weiß nicht, wo die den Schuss immer hernimmt. Aber das sind dann wahrscheinlich diese 97 Abschluss, die sie hat. Die Wahnsinn. Also das ist... Hier, zack. Dieser Chip von Morgan ist schon super. Aber sie lässt ihn aufsetzen und zack. Volley ohne irgendwie... Na gut, Volley ist es dann nicht mehr ganz. Aber Direktabnahme. Und ich glaube, damit hat auch der Torhüter nicht gerechnet, dass er den direkt nimmt. Ohne Butler war die 16. Ja, nehmen wir das als Thumbnail, das ist glaube ich ganz gut. Muss ich nur ein bisschen rausschneiden dann mit. Oder das da so. Ein bisschen rausschneiden mit Alex Morgan. Passt. Schweinsteiger sein erstes Tor gemacht. Freut mich sehr. So, Sieg Nummer 1 diese Woche eingefahren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Sag Ciao und V und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.
Ja.